So, wozu Wasser wandeln? Ich dachte gerade, ja, jetzt Wasser wandeln und hin da, aber nö. Fliegen. Denn wir können fliegen. So, und wir suchen jetzt einen Steinkreis und finden ein Schwert in einem Stein. Oh, das sieht interessant aus. Gib mal ihr. Löwenherzschwert. Angriff plus 12. 3d3 plus 12. Also 15 bis 21 Schaden, richtig? Ja, mehr als die hier machen. Und ist nicht verzaubert. Oh, das könnte was werden. Zu ihr. Zu ihr. Und du verzauber. Das ist tolle, tolle Schwert. Mach was Ordentliches drauf. Nicht so ein Dämon- oder Drachenkram. Plus 1 auf die 7 Attribute, TP, ZP, Rüstung, Resistenzen. Ja. Dämonentöter und Intellekt und Charisma. Du brauchst bessere Waffen, Jung. So, Dämonentöter, Drachentöter. Die können eigentlich alle wegkommen. Wir haben viel zu viele Schwerter hier. Na gut, wir wollen eigentlich einen kleinen Baum suchen. Nein, wir wollen einen Steinkreis suchen. Aber der kleine Baum sah komisch aus, deswegen habe ich den mal untersucht. Es gibt ja doch ab und an so Stellen, wo Geld oder Gegenstände versteckt werden. Aber das hier sieht viel besser aus. Kreis aus Stein. Okay, das merken wir uns. Also hier ist die Loretta Fleiße, die Großdruidin, und hier ist ihr Zirkel. Sie muss echt nicht weit gehen. Selbst das will sie nicht. Sie wollte telepathisch Kontakt aufnehmen. Okay, sage ich nichts gegen. Aber das ist noch ein bisschen hin. Das heißt, wir gucken uns einfach mal zu Ende hier um. Flap, 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 da ist nämlich noch eine Insel. Mit Gargoyles. Rutsch. Kaputt. So. Ich versuche mich gerade zu erinnern, warum wir überhaupt hier sind bei der Loretta Fleiße. Wow. Oh, oh. Wir sind heilen. Genau deswegen waren wir hier. Weil wir die Klerikerin auf die nächste Klassenstufe bringen wollten und weil wir den Zauber finden wollten, Irrsinn heilen. Hier ist ein Boot. Okay. Dich zu sehen. Nicht besonders viel Gepäck, was wir hier einladen könnten. Das Boot irritiert ein wenig. Das merken wir uns mal. Also hier fährt ein Boot ab und da auch. Oh ja, Irrsinnheilen ist wichtig. Klassenstufe für Lay ist auch wichtig. Wenn nicht sogar wichtiger. Kriegen wir leider nicht hier. Hier sind wir vollkommen falsch. Hier sind die Druiden. Das heißt, wir verabschieden uns gleich von hier. Na komm. Oh. Oh oh. Talana und Gerugon sind irgendwie weg. Gelähmt. Oh, Amos ist kaputt. Also wir haben eine Verrückte, zwei Gelähmte und eine Klerikerin, die nichts davon heilen kann. Und noch nicht wirklich viel Schaden verursacht. So, nächstes gelähmt. Wenn wir jetzt sterben, verlieren wir gleich 9000 Gold und unsere Ehre. Lauf. Also. So. Wie kommen wir jetzt hier weg? Können wir echt nicht Lähmung heilen? Wunden heilen, Kraftheilung, Schwäche heilen? Nö. Wir brauchen unbedingt mehr klerikale Zauber. Das geht echt nicht so. Also theoretisch, wenn Myrum frei wäre, könnten wir hier wegfliegen. Wir könnten hier weglaufen, also Wasser wandeln. Oder uns wegteleportieren. Da sie aber nicht lebt, haben wir ein Problem. Ich denke nämlich nicht, dass wir den Fußweg hier rüber einigermaßen gut überstehen. Obwohl, wir können mal gegenheilen, ne? Aber nee, das ist nicht sehr heldenmäßig. Eigentlich ist es doch ziemlich heldenmäßig. Wenn jetzt Lay alle drei anderen Helden Huckepack nimmt. Nein, gar nicht. Sie nimmt Talana Huckepack, Gerugon Huckepack und nimmt dabei Myrum an die Hand.
weil Mürrim ja nicht nur gelähmt ist, sondern auch gleichzeitig noch wahnsinnig und ein bisschen Nähe braucht. Und dann mit den drei Jungs und Mädels schwimmt sich hier über die Bucht bis hinten zum Tempel. Das ist ja wirklich episch, aber ich denke, ich guck mal lieber, wo das Boot hinfährt. Nirgendwo hin. Freut mich. Gute Nacht. Schlafen. Mürrim regeneriert keine Zauberpunkte, weil sie irrsinnig ist. Das Schiff fährt echt nirgendwo hin. Nicht gut. Gar nicht. Gut. Ich glaube, ein, zwei Tage noch, da sind wir eine Woche hier geblieben. Aha, Südinsel. Was ist die Südinsel? Das ist die Südinsel. Okay. Notiz an selbst, geh nicht auf die Südinsel. Jedenfalls nicht so schnell. Schlafen. Gehen wir einfach schlafen. Wir haben keine zwei Goldmünzen. Das dürften wir aber schnell ändern können. So, du repariert das. Repariert das. So und so und... Sonst ist nichts kaputt? Nee. Will ich noch schlafen? So, verkaufen. Ganz viele Waffen. Schon haben wir 3000 Gold. Das kann weg. Das kann weg. Ich weiß nicht. Das kann eigentlich auch weg. Den können wir verzaubern. Den können wir verzaubern. Und so kommen wir auf ein bisschen Starterkapital. Nicht genug Zauberpunkte. Stimmt, du bist immer noch irrsinnig. Du siehst nicht irrsinnig aus. Warum hast du denn keine Zauberpunkte regeneriert? So, wir gar nicht schlafen konnten. Ja, okay, ist ein Argument. Verzaubern. Das ist da. Trefferpunkte plus 8. Schadet nicht. Wie wir gerade gesehen haben. Jemand Ringe übrig? Ja, du. Dann gib mal ihm den Ring, auch wenn er ihn nicht so wirklich braucht. Krallenamulett kann auch verzaubert werden. Also ja, wir haben schon mal genug Gold, um wegzureisen. Aber wo wir hier sind, können wir auch gleich die Preise festlegen. Preise festsetzen. In Neusorpiga. Das sollte ich mal wieder aufschreiben. Also Silvercove haben wir. Neusorp haben wir jetzt auch. Dann warten wir. Reiten nach Ironfist. Legen hier die Preise fest. Dann hätten wir Ironfist auch schon mal auf unserer Liste. Gucken wir immer nach Weisen, aber finden keine. Zu Weaver Humphrey müssen wir diesmal nicht. Wir sollten aber demnächst zurück zum Wolfsbau. Was haben wir noch? Wo wir gerade dabei sind, die Preise festzusetzen. Du, Stadtportal. Freehaven. Freehaven hat sogar zwei Ställe. Einmal hier. Brauchst du ein Pferd? 5 Tage bis Darkmoor. Oh, Darkmoor, da müssen wir gleich auf jeden Fall hin. Weil da gibt es keinen Teleportpunkt hin. Jedenfalls keinen, den wir über Stadtportal erreichen können. Und das wäre eigentlich der einzige Weg. Das heißt, wir schreiben jetzt kurz auf Freehaven 1. Freehaven 1. Gucken nach Hofweisen. Gehen zu Freehaven 2, also dem zweiten Stall. Legen da die Preise fest und gehen dann wieder zurück zu dem Stall da hinten, um nach Darkmoor zu reisen. Keine Hufeisen, nein. Whitecap. Haben wir in Whitecap die Preise schon festgelegt? Nee, ich glaube nicht. Liste sagt nee, auf keinen Fall. Aber in Whitecap können wir uns hin teleportieren, also passt das schon. So, Freehaven 2 auch noch aufschreiben. So, nicht ins Wasser fallen beim Schreiben. Und auf nach Darkmoor. Darkmoor war die Stadt mit den Untoten in der Stadt. Brauchst du ein Sattel, die Pferde? Aber da hatten wir eigentlich aufgeräumt. Eigentlich. So. Brauchst du ein Pferd? Preise festsetzen. Darkmoor.
Wir haben bisher Silver Cove, Neusorpigal, Iron Fist, Freehaven, Freehaven, Darkmoor. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es sollten 8 oder 9 sein. Und da wir gerade ein bisschen knapp bei Kasse sind, plündern wir hier mal ein bisschen. So. So, was sagt deine Karte? Also, Silver Cove waren wir, Neusorpigal waren wir, Mist hat keinen Pferdestall. Freehaven waren wir, Blackshire und Whitecap. Gehen wir nochmal nach Whitecap. Whitecap hatte im Osten seinen Pferdestall. Hufeisen? Nein. Brauchst du ein Pferd? Preise festgesetzt in Whitecap. Whitecap, Häkchen. Du, Stadtportal, Kriegsbeil müssen wir auch noch hin. Also Essen und Blackshire, wo wir eigentlich eh gleich weiterkämpfen wollten in der Wolfshöhle. Blackshire und nach Norden zu Kriegsbeier. Nebenbei Blackshire schon mal aufschreiben. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wir haben jetzt schon 8. Und mit Kriegsbeier wäre es dann 9. Mehr dürfte es eigentlich gar nicht geben. Eigentlich hätte ich so gedacht, es waren nur 8, aber okay, gibt wohl ein paar mehr. Blick. Waren wir hier schon mal? Frage ich mich gerade. Das können wir gleich ganz einfach sehen. Liegen Hufeisen auf dem Boden? Nein. Also waren wir hier schon mal. Preise festsetzen. So, damit haben wir jetzt 9 Stück. Müsste eigentlich alles sein, was wir brauchen. Gibt es hier einen Gemischtwarenladen, also einen Kinkerlitzchenladen? Dann würde ich gerne ein bisschen was verkaufen. Giftresistenz plus 6. Trainingshalle? Trainingscamp, einsamer Baum. Sehr schön. Es kostet dich mehr, als du hast. 2500. Wir brauchen so verdammt viel Gold. Wie hoch war dein Handelsskill nochmal? 5. Ja. Gerogon aus der Zukunft. Bitte, bitte. Was ist das für ein Turm? Bitte, bitte, bitte denk dran, bei Lay den Handelsskill zu erhöhen. Damit wir Sachen billiger kaufen und teurer verkaufen können. Danke. Und ich sehe kein Kinkerlitzchenladen. Na gut. Dann halt zurück nach da. Und die Aufgabe abgeben. Da kriegen wir hoffentlich ein bisschen was an Gold zusammen. Und dann sollten wir eigentlich zurück nach Werwolfland. Und da den Wolfsbau ausnehmen. Die Lady Loretta Fleise, Baronin der östlichen See und Kanzlerin der Schatzkammer. Ja. Geht. Endlich. Ich dachte schon, du beendest den Job nie. Das war ziemlich schnell. Niemand hätte den Job so schnell machen können, außer benutzt ebenfalls das Stadtportal, was nicht unbedingt jeder dahergelaufene Bauer kann. Also mecker nicht. Vielleicht bist du ja doch für etwas zu gebrauchen. Du hast dir meine Unterstützung im Rat verdient und natürlich deine Bezahlung. 5000 Gold. Haben oder nicht haben. Kinkerlitzchen. Und so ein halbes Auge auf klerikale Schulen. Licht in Jané, Sicherheitsdienst. Denn ich hätte ganz gerne Irrsinn. Das hatten wir jetzt schon zweimal, dass uns das Genick gebrochen hat. Haus. Rüstung. Ich hätte schwören können, hier wäre noch eine gewesen. Schwerter. Kinkerlitzchen. Ich habe nicht den ganzen Tag. Weg, 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 weg. So. Danke, komm bald wieder. Danke. Nee, hier ist kein. So, du, Stadtportal. Blackshire. Blackshire hatte auch keine klerikalen Schulen, das passt schon. Dafür hatte er einen Dungeon, den wir ausnehmen können. Und das wollen wir auch gleich machen. Was hast du gemacht? Du warst was Böses, oder? Ich glaube, du warst böse. Da lassen wir mal die Finger von. Du. Auge. Du Fackellicht. Du. Ach, Mist. Wir haben keine Handlanger mehr.
Das ist nicht schön. Die zu suchen ist nämlich doch teilweise lästig und die kosten was mit Anheuern und was weiß ich.